Hallo, herzlich willkommen bei dem Mini-Team. Wir sind zurück. Ich bin wie im letzten Part schon gesagt, ihr Seiselerin. Das schaut hier nicht so aus, ob das ein Sternstein wäre, sondern nur ein Kristall. Okay, den können wir uns schenken, den brauchen wir nicht. Okay, die wollen mit uns kämpfen. Da habe ich aber ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Die Scarlet wäre jetzt dran. Übrig, der Jahan ist glaube ich noch übrig. Ja, die können mich mal. So, okay, das funktioniert aber nicht. Wem haben wir jetzt nachgelesen, wo wir dieses Versteck finden? Wo wir den Zauberspruch für den Troll herkriegen? So, und zwar müssen wir zu einer Silbertal und in die Richtung gehen, wo wir bei der Spinne rausgekommen sind. Da müssen wir eigentlich schon was entdeckt haben. Komisch, dass wir da noch nicht drin waren. Weil ich war da eigentlich recht gründlich. Aber das werden wir schon finden. Sagen wir so, ich habe mir natürlich jetzt nur geschaut, wo ich das finde. Ich habe keine Lust, den kompletten Quest jetzt zu wissen, was wir machen. Ich wollte nur wissen, wo ist die Höhle, wo ist das Versteck, wo finde ich das. Den Rest kriegen wir schon selber auf die Reihe. Nur bloß kurz warten, bis wir geladen haben. Ich hoffe, dass wir nicht von der Fäulnis infiziert werden, wenn wir da in das Versteck betreten am Wegpunkt. Das wäre scheiße. Aber das sehen wir jetzt dann. Vor allem, ich denke, dass das echt lustig werden könnte da unten beim Trollkönig. Ein paar EP noch. Vor allem, wir sind jetzt echt hohes Level mittlerweile. Ich glaube, dass das da unten nicht einmal ein Problem mehr sein sollte für uns. Dann schauen wir, was wir finden. Da fällt vielleicht ein oder andere Blutstein ab. Die können wir brauchen, weil ich will ja die Räume langsam mal freischalten. Bei mir ja bis jetzt recht fleißig waren, wenn man das betrifft, wenn man das bedenkt. Achso, wir sind da in der Stätte richtig tief drin. Müssen wir jetzt den ganzen Weg zurücklaufen. Okay, machen wir so. Ich werde ja kurz einen Stopp machen und wir sehen uns dann in der Wüste wieder. So, wenn wir vor der Prüfungsstätte sind. Also bis gleich. Hallo, hier sind wir wieder. Wir sind vor der Prüfungsstätte. So, wir müssen jetzt eigentlich nur nach rechts gehen. An dem Ort, wo wir die Spinnenkönigin gefunden haben. Uns einfach mal nur rechts halten. Da müssen wir uns hier in dem Bereich nochmal umsehen. Zu weit sollten wir auch nicht gehen. Ich glaube, da wären wir schon zu weit. So, wo sind jetzt die? Genau, den habe ich gesucht, den Typen. Weil das ist nämlich Frederik. Der soll uns das nämlich erzählen, wo wir das Versteck finden. Verstehe gar nicht, wie wir den mal sehen kommen. Wir haben da alles abgesucht eigentlich. Well, hello there. Hey, da schaut man das, was verlangt ihr dafür? Doch, die muss identifiziert werden. Okay, bin ich mal gespannt. Weh, das ist nix. Hey, Kid. Oh, gesegnet seid ihr dafür, dass ihr Frederik zur Hilfe eilt. Er wurde verraten und angegriffen. Von seinem Impfsklaven. Den Berg hinuntergeschubst. Wie die alten Verwandten, die von der Klippe gestoßen werden. Riesige Spinnen zum Fraß vorgeworfen. Wer genau seid ihr? Wer Frederik ist, ist unwichtig. Er ist nur ein kleines
Rädchen im Apparat, der für das Gute kämpft. Aber da ihr gefragt habt, da ihr den Gedanken nicht ertragen könnt, diese Person nicht zu kennen, werde ich euch dies sagen. Er ist Anhänger der Göttin, der Kirche der Makellosen, ein Anhänger von Freiheit, Schicksal, Gerechtigkeit, Schönheit, Scholastik, Mystik, Aphorismen, Nepotismus, Neologismus, Deinstitutionalisierung und des Lebensrechts der Untoten. Was ist Skepsis? Frederick ist diesbezüglich etwas misstrauisch, um ganz ehrlich zu sein. Ihr habt einen Imps-Sklaven? Schaut nicht so überrascht. Bei uns Imps ist es Tradition, den überlegenen Rassen von Rivellon zu dienen. Frederick wäre ein Narr, ihre Dienste wegen moralischer Bedenken abzulehnen, egal wie human oder vernünftig. Schließlich sind sie die geschicktesten Biester im Aufspüren von Blutstein. Was diesen Blutstein angeht. Ein wertvolles Artefakt, wertvoll wie die Stille in einem Haus, aus dem die Schwiegermutter gerade abgereist ist. Es kann selbst die tiefsten Wunden heilen und ist ein Kernelement des Glaubens der Makellosen. Der Blutstein, gebt ihn mir. Frederick möchte auf zwei gesunden Beinen zum Tempel der Makellosen gehen. Ja, Alter, ich geb dir den meinen Blutstein nicht. Was meint ihr damit, ihr behaltet es für euch? Der Stein gehört Frederick, nur ihm alleine. Wie ein voreingenommenes Großväterchen, das vor einem freundlichen, eingewanderten Briefträger seine Post erhält. So werdet ihr auch ihr früher oder später euer fehlerhaftes Verhalten einsehen. Until we meet again. Wir könnten ihn heilen, das wäre das Einzige. Jetzt da einen Blutstein dazugekriegt oder nicht? Sklaven und Meister, wir fahren eine. Okay. Okay, die Wächter der Nahen. So. Von der Klippe gestoßen. Schauen wir doch mal hier hoch. Warte mal. Könnte dann hier der Eingang sein? Hier ist noch irgendwie. Das schaut nicht aus wie ein Eingang für Mine, sondern irgendwie. Einfach nur zerstört. Hier war das Goblin-Dorf. Hier war der inaktive Stein. Okay. Schon mal interessieren, wo dann dieses Versteck sein soll. Wir wissen es nicht. Blöde Frage, haben wir jetzt noch Blutstein dazugekriegt? Ne, wir haben immer noch einen. So, ich habe mal noch mal kurz nachgelesen. Wir müssen dann hier oben rauf. Wir müssen an irgendwelchen Bäumen vorbei. Da müsste irgendwo eine Steintafel dabei sein.
Diese Steintafel sollen wie der Eingang sein. Okay. Frederick last saw the imp at the top of this cliff. Ja, hier ist niemand. He must have hidden in the cave Frederick mentioned. What did he call it? The lair of Maraschino. Okay, wenn das die Klippe war. Ah. Okay, wir haben es endlich gefunden. Super geil. Schauen wir uns doch hier mal um. Schaut die Map aus. Oh, eine Sackgasse, aber eine Truhe. Okay. If you were constructing a secret cave here, I doubt ventilation would be your first priority. Ja. Könnte sie gut recht haben. Rezepte des Gomardino sind toll und doch so leicht. Man weiß nie, wann man eins nützlich sein könnte. Also ist es besser, sie alle zu lernen. Okay. Goldene Gabel. Ja, schaut auf jeden Fall so aus. Okay, was liegt da alles rum? Nichts, was man brauchen könnte. Sogar ein Schlafgemach hat er hier drin. Also wirklich alles hier gelassen. Muss auf jeden Fall eine nicht geplante Abreise gewesen sein. Aber das Bett sieht aus wie neu. Was ist mit der Ratte? Was macht ihr hier? Maradino der Herrliche wird es nicht schätzen, dass ihr seine Sachen durcheinander bringt. Kein bisschen. Ja, das ist mir eigentlich egal, was der will. Muss ich ganz ehrlich sagen, der juckt mich nicht. Sehen wir uns weiter um. Gehen wir erst einmal noch hier rechts rüber. Feinde. Aber nicht der Meredith. Scheint ein magisches Schloss zu sein. Können sie mit dem Zauberspruch aufdübeln? Theoretisch würde ich mir gerne aufheben. Okay, das war die gleiche von vorhin. Dann schauen wir hier mal rum. Vielleicht eine Waldläuferfähigkeit, das mit dem Schloss knacken. Da sollten wir leider mal die Waldläuferbücher durchklappern. Aber vielleicht könnten wir noch einen Waldläufer rekrutieren, den wir sporadisch einmal dazu holen können. Sollte das wirklich so sein, dass der so eine nützliche Fähigkeit besitzt. Ein magisches Schlösser knacken ist natürlich ein Traum. Hat man zwar nicht oft, aber ab und zu. Okay, hier rechts scheint irgendwas zu sein. Was ist das hier? Ja. Die Ratte rennt natürlich jetzt weg, jetzt wo wir reden wollten. Graf Lesia. Okay, klopf einfach mal drauf. Also, scheint auf jeden Fall schon mal... Ah, okay. Ist auf jeden Fall noch nicht immun gegen Elementarschaden.
Tippen wir mal nur auf Gift. So, was haben wir hier? Muss noch mal einen schönen Feuerzauber. Der wirkt ganz gut. Immun gegen Lähmen. Die wird jetzt saumäßig Giftattacken benutzen. Alter. Die Kleine ist von der Stufe her höher wie die andere. Wird ja trotzdem sein, dass wir uns mal um die Große erst kümmern. Da strömt die Öl aus. Ja, das ist Öl, definitiv. Okay, und mit der ist auch die Kleine down gegangen. Das ist aber nice. Da haben wir hier einen Schalter betätigt. Hier unten, ja. Okay, das können wir hier mit dem Schurken ausgraben. Schlüssel zum Studierzimmer, geil. Wir könnten jetzt hier mal das Öl wegbrennen. Könnten wir hier mal ein wenig mehr sehen. Ja, definitiv war das Öl. Kann man hier sowas sehen wie den Schalter oder so? Hier noch mehr. Aha, auf jeden Fall dieser Felder wäre der Schalter wahrscheinlich. Mal da mal die Leute auf. Eine geht hier hin. Schauen, war das auch ein Schalter? Voll. Ja, und jetzt? Können wir uns Eis kaufen davon. Weiß die Ratte da hinten was? Ich hätte, dass Marlene einige fantastische Rezepte für all diese frischen und tollen Zutaten hatte. Aber Gerste war irgendwie nicht dabei. Die Frage, wenn wir jetzt hier was drauflegen, werden die Schalter auch aktiviert? Nein, würden sie nicht. Okay, das juckt mir jetzt erst einmal nicht, ganz ehrlich. Scheiß nochmal die Schalter an. Ich will hier weitergehen. Okay, Malachit. Kristall. Okay. Wollte ich euren Weg hier reinprügeln, indem ihr das Ding durch die Gegend schwingt? Um der Siebel steckt die Waffe weg. Ja, ja. Hatte es nicht tun sollen. Hätte es nicht tun sollen. Nein, 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 nein. Böse Jox, böse. Erzählt mir von euch. Nein, nein, nein. Böse Jox, sehr böse. Hätte es nicht tun sollen. Erzählt mir von eurem Meister. Nein, nein. Hätte es nicht tun sollen. Hätte nicht. Ist er am Leben? Ist der Meister am Leben? Er muss, ein kleiner Imp ist zu schwach, um einen großen Meister zu töten. Zu klein, Jox hat ihn nur einmal geschubst, nur ein kleines bisschen. Wie konnte Jox wissen, dass er so einfach über die Klippe fällt? Oh, er wird sich an Jox rächen, er wird Jox töten, hätte er es nicht tun sollen. Oh, wenn Jox nur Mut hätte, wenn Jox nur so mutig wäre wie ein großer, mutiger Imp, dann würde er zum Meister gehen und er würde sagen, oh, Jox ist zu ängstlich, überhaupt daran zu denken.
Joxi hat sich in diese Höhle verkrochen, um sich für immer und ewig vor dem Meister zu verstecken. Glaubt ihr, Meister wird Joxi hier finden? Oh, aber Joxi kann nicht hier weg. Seine Knie sind zu weich. Was kann Joxi tun? Was kann Joxi tun? Was soll man denn? Hier bleiben oder hingehen? Gute Frage. Ja, er soll einfach hier bleiben. Ja, so ist es. Vielleicht bringt ihr eines da. Ja, ja, bla bla. Ja, ja, Jox wird für immer und ewig bleiben. Und Meister wird Jox niemals finden. Eines Tages ist Jox vielleicht mutig genug und dann rennt Jox und flieht aus dieser Höhle und ist für immer frei von Meister. Ja, ist uns mal egal, Hauptsache, das ist erledigt. Wir müssen wahrscheinlich bloß nochmal mit dem anderen Typen reden. Dann können wir den Quest sogar abschließen. Das wäre cool. So. Okay, dann vielleicht nur das Studienzimmer. Aber hier waren Gegner am Start. Zahl kommt der Verlassene. Splitter eines Blutsteins. Radinos Geheimakt. Jetzt wird's interessant. Okay, den Rest vom Radinos Versteck erkunden wir dann im nächsten Part. Bis dann. Ciao.